Applaus für Nikolas Halber, Lucy Stürmer. Oder wie ist es so? Ihr habt ja auch einen Backstage-Eingang. Warten da schon manchmal die ein oder anderen Fans? Ja, manchmal werden wir dann überrascht von Leuten. Denen hat so gut gefallen, dass sie da noch auf uns warten. Ja. Gibt es dann auch Geschenke? Geschenke? Oh ja, immer. Ich bin immer erstaunt, dass die Leute sich einfallen lassen. Ganz süße Päckchen, Blümchen oder Schals oder Bonbons oder was weiß ich. Also immer ganz toll. Jetzt Lucy, bei dir ist es ja nicht das erste Musical hier in Stuttgart, ja? Du hast ja schon einiges hinter dir, Wicked war das, hast du die Gelinda gespielt, Tanz der Vampire, Rebecca natürlich, und man könnte fast meinen, dir gefällt Stuttgart. Ist das so? Ja, na klar, ist meine zweite Heimat geworden, fast schon. Auf jeden Fall. Und hast du dich auch ein bisschen an das Essen hier gewöhnt? Das ist ja doch ein bisschen außergewöhnlich, wenn man ins Schwabenland kommt. Also ich habe heute eine Flätlesuppe gegessen. Flätlesuppe, schon mal nicht schlecht. Jetzt Nikolas. Ja. Bei dir hat man jetzt ein Interview gelesen, du freust dich schon auf die schwäbische Kehrwoche. Was ist denn in dich gefahren? Naja, ich muss ja auch mal sauber machen. Ab und zu muss das ja sein. Und war die mittlerweile schon? Ja, die war schon. Du weißt, da gibt es ganz fiese Tricks von den Mitbewohnern, ja? Ist es so? Ja, zum Beispiel, da legt man dann Papierschnipsel unter die Teppichmatte und daran erkennt dann der Nachbar, ob du auch wirklich die Matte hochgehebt hast. Ja, so ist es. Die haben das extra gemacht, meinst du? Ja, also immer die Matte hochhalten, die Papierschnipsel weg und alles andere muss man nicht putzen, aber die Papierschnipsel müssen weg, okay? Das werde ich mir merken, das ist ein guter Tipp. Jetzt, da wohnst du ja in der Nähe vom Marienplatz, habe ich gelesen, ist ja auch kein Geheimnis. Und jetzt gibt es da zum Beispiel ein ganz tolles Fest im Sommer, das Marienplatzfest. Aber als Musical-Darsteller bekommt man da gar nicht so viel mit davon. Ne? Man ist ja gerade dann zu diesen Zeiten immer beim Spielen. Fehlt einem das nicht manchmal, dass man mit Freunden weggehen kann? Absolut. Also das fehlt mir schon, gerade am Abend, dass man sich mal irgendwo entspannt hinsetzen kann oder so. Ja, das fehlt einem schon. Aber das muss man eben kompensieren. Und was auch so besonders ist an Musical-Darstellern, man muss sehr viel umziehen, man reist sehr viel. Ne? Wie ist es jetzt? Zum vierten Mal eine vierte Wohnung oder die gleiche warm gehalten irgendwie? Also wenn es nur vier Wohnungen wären, dann wäre das ein sehr guter Schnitt. Leider schon mehr, ja. Man gewöhnt sich an alles so, ne? Im Leben hat auch alles immer seine Vorteile, man lernt sehr viel kennen. Ich kenne Deutschland mittlerweile schon ganz schön gut und Österreich und die Schweiz. Und man hat natürlich sehr viele Fans, Anhänger, die auch nur wegen euch beiden da sind. Ja, jetzt möchte ich gar nicht länger quatschen. Ich glaube, wir starten zu eurer Tanzstunde. Auf der Bühne? Nein, bis jetzt nicht. Nikolas, ist dir das schon mal passiert? Ja, hallo, natürlich. Und was macht man da? Es so tun, als würde man gerade irgendwo so mal über den Mund gehen, dann geht das. Dann sieht das auch keiner. Das war der Stuhl der Knaps, ne? Oder irgendwie sowas. Ja. Also Kohlensäure für Sänger auf der Bühne, ganz gefährlich. Die können nicht einfach das Mikro weghalten, wie ich das hier mache. Und zwar, es ist ja eigentlich streng verboten, im Theatersaal das Handy zu zücken oder die Kamera und Fotos zu machen. Das bleibt auch weiterhin so. Aber ganz am Ende, nach dem Finale, zum Schlussapplaus, ab jetzt ist es erlaubt, dass man das Handy rausholt und ihr seid wirklich eingeladen, Fotos zu machen, Selfies, wir werden auch da bleiben. Ihr könnt auch all die Fotos, die ihr jetzt gemacht habt, gerne ins Netz stellen, auf die Facebook-Seite oder irgendwo hochladen unter dem Hashtag. Hashtag ist das mit der Raute, ich wusste das auch noch nicht. Hashtag
Rocky haut nah. Ich sag das einfach nochmal. Rocky haut nah. Und zwar, ja, und dann verlosen wir sogar Karten. 2x2 Tickets für Rocky das Musical. Ladet alles hoch. Nehmt dann alle dran teil. Wir freuen uns. Und sagt es vor allem weiter. Danke euch. Danke, Nikolas. Das mal eine Information, oder? Also, man darf jetzt fotografieren nach dem Schlussapplaus. Und die Darsteller bleiben sogar noch da für die Fotos. Das wird jetzt also eine lange Zeit, wurde das ja gekürzt, dass man das nicht durfte. Aber jetzt darf man wieder. Was zur Zeit schreibt, das bleibt unser Geheimnis. Wer das liest, ist doof. Das Wasser hier war großartig. Das Publikum sensationell. Und wir haben toll unterschrieben. Sagen wir vielen, vielen herzlichen Dank. Jetzt darf ich auch mal auf. Moderator an dieser Stelle auch nochmal. Vielen, vielen herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal.